Ray, Folge 4, ich bin zurück. Also, wir sind zurück. Na gut, also, ihr schaut ja zu und. Ach, scheiß drauf. Ja, weil ihr wisst, wie ich es meine. Klingt da ein bisschen sehr psycho. Mal alles. Kampfgrundlagen. Nutze im Kampf die Umgebungssätze und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle alternative Wege, um einen harten Gegner vorbeizuschleichen oder komm ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du deine Lebenschance, indem du den Gegner vor mit Werkzeugen wie der Klokanone außer Gefecht setzt. Wenn die mir schon sowas sagen. Alter, du kannst ja echt gut zielen. Weil triffst du mich? Oh, eine Schallgedämpfte. Zu erfahren. Die Dranster PPN 8 Pistole ist die Standardwaffe der Dranster aus Sicherheitspersonal. Sie ist handlich, schnell und leise und verursacht ausreichend Schaden, ohne dabei übermäßig Aufsehen zu erregen. Ich von dem eigentlich eine Schlüsselkarte geholt. Da blinkt was. Oh, eine angerauchte Zigarette. Aber Zigarre eigentlich, oder? Egal. Was? Hey, du. Alter. Oh. Ach, ich werde erstmal die. Oh, ich hasse diese Viecher. Ach, ich werde erstmal runtergehen, weil ich habe ja ein paar Schlüsselkarten eingesammelt. Mich hier überhaupt runter? Oh. Oh. Aber der Typ trifft mich trotzdem noch. Anzug wurde beschädigt. Okay. Ah, ich habe so ein Phantom umgebracht. Vielleicht werde ich den nichts lassen. Ah, ich wollte es mal probiert haben. Gut, das kennen wir. Kein Akku, also kein Strom.
Eine E-Mail. Man kann das nicht nach Hause schicken, das wurde schon bemerkt. Ein Monatslohn, dann ist es vergessen. Okay. Nee, es ist mir zu viel. Also, falls ihr euch das durchlesen wollt. Ah, mir ist das jetzt zu viel. Haben wir jetzt hier Let's Play und kein Let's Read? Ah, schön organisches Sammeln. Gott, wie viel Schlüsselkarten man hier einsammeln kann. In Stars and Outworld stellen wir ihn in Harley Granger vor, Mitglied des Neuromod-Vertriebsteams und derzeit auf Talos 1 stationiert. Manchen von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein, als er mit der Nummer 66 für die Tornadoes auf der Second Base stand. Harley wurde vor 2 Jahren auf die Talos 1 versetzt und ist seitdem mehr als 50 Mal hin und her. Hin und wieder zurückgereist. Nicht schlecht für jemanden mit Flugangst. In meiner Zeit als Baseballspieler war ich gezwungen, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, alterte Harley. Ob Sie das glauben wollen oder nicht, ein Shuttlezug zu Talos 1 ist wesentlich unproblematischer, als einen normalen Flieger über das Land zu fliegen. Ne? Kann ich mir sogar vorstellen. Ist ein bisschen komplett was anderes. Fressi. Am Endeffekt hat es ja eigentlich nichts gebracht. Oh, Baseballhandschuh. Mithilfe des Dolchenturms, der ersten funktionsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und das Handeln in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf. Laut Berechnung der Weltvereinigung der Raumfahrtindustrie wäre der Bau eines zweiten Weltraumaufzugs unter Zuhilfenahme der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigen Plattform zu helfen, die Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Für die Betreiberfirma des Aufzugs rechtfertigen die beachtlichen Investitionsrisiken den Schutz dieses wirtschaftlichen Bereichs. Währenddessen ist die WVRI dazu übergegangen, aggressiv geeignete Standorte für die zukünftigen Weltraumaufzüge zu erwerben. Im Grunde genommen also etwas wie Hausbesetzung im Weltraumzeitalter. Ah. Naja. Damals wie heute, ne? Ich werde trotzdem erstmal runter wollen, eigentlich. Ah, wir gehen aber bestimmt später eh noch mal runter, würde ich sagen. Also. Ah. So einfach geht's so eine Manet. Oh, Ersatzteile. Defekt. Naja, ist jetzt nicht so wild. Defekt. Oh, nochmal Ersatzteile. Können wir rein theoretisch ja nochmal zurückgehen, weil wir hatten ja schon so ein Dingens, was man hätte reparieren können. Ob sich das lohnt. Wisst ihr was, ich gehe jetzt mal zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier nochmal zurückkomme. Oder ne? Ich habe jetzt so einen Haufen Schlüsselkarten eingesammelt. Ich muss einfach gucken, ob die unten passen oder ne. Ich werde am Anfang zurückrennen, um das Ding zu reparieren, aber ich werde hier weiterrennen. Ich beeile mich auch. Das muss ich jetzt wissen, ob das funktioniert.
Hier zum Beispiel. Am Ende verpasse ich übrigens die Neuromods. Alter! Guten Morgen, Talos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Hier muss ich mich wohl eher vorbeischleichen, was? Ich bin noch nicht so der Schleicher. Morgen, Talos. Unser Stationspsychologe Dr. Cole bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden. Das ist schon mal was. Einen Termin im Traumazentrum auszumachen. Ich werde mal was probieren. Ja, wüsste ich jetzt aber auch nicht, wie ich die... Es gab doch noch einen zweiten oben. Das war ja schon. Ich muss mir noch einen anderen holen, sonst habe ich keine Chance gegen die. Hier noch ein? Nein. Ich habe so keine Ahnung, ob die überhaupt was ausrichten können gegen die. Phantoms. Oh nee, ist kaputt. Keine Schlüsselkarte. Reparatur 3, geht's noch? Aber hier hinten konnte man ja glaube ich nochmal rein. Generalschlüssel, schöne Scheiße. Fehlfunktion, naja. Mühelos von A nach B zu kommen wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Laut System ist alles in Ordnung. Nur, der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Kann ich eigentlich zwischenspeichern? Okay. Das machen wir dann doch wann anders. Ein bisschen sinnlos Zeit verplempert, aber... So weit bin ich noch nicht.
Muss ich mich noch ein bisschen hochleveln? Also, das kann man eh nochmal später zurück, weil die Hälfte der Schlüsselkarten fehlt da noch. Also doch. Das wird nix, das war wohl nix. Könnte ich eigentlich auch als Kanalmotto nehmen, oder? Oh, 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 oh. Weiter geht's. Oh, doch zurück. Man muss sich dem auch mal stellen. Ich habe sie gefunden. Beim Schleichen bewegst du dich lautlos und kannst dich hinter einer Deckung verstecken, um nicht zu sehen zu werden. Wenn Gegner dich entdecken, erscheint eine Anzeige über ihn. Was weiß bedeutet, dass sie misstrauisch sind. Rot, du wurdest entdeckt. Was? Du Ratte. Zerlegen benötigt. Habe ich eigentlich noch was zum Leveln? Nein. Wäre mit Laubach aufgefallen. Was habe ich mich denn hier eingelassen? Ein Schleich- und Horrorspiel. Oh. Das gesehen, da flog jemand. Und Johnsons Amtszeit endete, was den Weg für Präsident Reagan ebnete. Trotzdem wurde das Tempo des Wettlaufs ein allgemächlicher und erwartungsvoller Vorstoß voriger Jahrzehnte schwächte sich aufgrund des Fehlens von Fortschritten, die der Weltraum zu versprechen schien, ab. Diese Sowjetunion hatte bereits einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund ähnlicher Schwerpunkte in Sachen Weltraum erlitten. Die weitere Finanzierung des Raumfahrtprogramms wurde in Washington und dem Pentagon unpopulär. Dadurch erhielten eine Reihe von Politikern Aufträge, von denen viele auch erfolgreich ein Eingreifen der USA in Vietnam verhindert hatten, die sich eher darauf konzentrierten, Probleme zu Hause zu lösen. Klingt nach verzerrter Weltanschauung. Na, da fliegt er ja nah. Krieg ich das irgendwo? Oh, hier liegt ja ein Haufen rum. Allerdings schießen die Kosten dieser Marsanlage und ihrer Wartung in astronomische Höhen. Dazu ist das spartanische Äußere weit von dem Bild der idyllischen Kolonien entfernt, die auf den Plakaten um die Jahrhundertwende Weltraumtouristen anlocken sollten. Allerdings könnte sich jedoch bald ändern. In einem seiner seltenen Interviews spricht Transterpräsident Alex Wu. Aha. Über seine Vision von einem Mars, auf dem Familien im Gras picknicken können, bevor sie das nachts am Himmel nach dem winzigen Lichtpunkt der Erde suchen. Die Umsetzung dieser Vision erfordert Terraforming des Mars, die schwierigste technische Probleme, vor das die Menschheit jemals gestellt wurde. Yu zeigte mir ein graues Moos, einen speziell für diesen Zweck entwickelten extremophilen Organismus. Die unspektakulär wirkende Pflanze namens Takakia Catherine ist in Wirklichkeit jedoch eine äußerst effiziente organische Maschine, mit der Mars-Atmosphäre im Laufe mehrerer Jahrhunderte dahingehend umgewandelt werden kann, dass sie unser eigenen stark ähnelt. Die Frage ist, das noch so ein Roboter? Den können wir ja nochmal wegklatschen. Erstmal wieder Zitronen, Zeugs nehmen. Schade.
Oh. Neuromod. Eine, was nehmen wir? Ein Techniker? Ich kann ja gar nichts nehmen. Schade. Das bringt mir irgendwas. Hey, du Sackgesicht. Was ist das Einzige? Okay. Dann geht's weiter. Aber ihr erkennt mich, wir machen hier erstmal einen Cut, bevor wir dann einen Jump machen. Bis dahin, auf Wiedersehen.